Willkommen zurück bei Abenteuer auf dem Reiterhof, die wilden Mustangs für die Nintendo Wii. Ich glaube, wir werden jetzt das Endturnier bestreiten, so wie ich das beim letzten Mal verstanden habe. Und damit reden wir mal mit ihm hier. Auf zum letzten Wettkampf. Ja, ich würde sagen, wir nehmen... Oh, jetzt habe ich den ja auch schon freigespielt. Aber wir hatten letztes Mal die Nummer 5 gehabt. Ach komm, wir nehmen mal die Nummer 4. Hatten wir, glaube ich, erst... genau, das war der, den wir zuletzt gezähmt haben. Quatsch, ich wollte doch den haben. Den haben wir auch schon. Und da gibt es auch nichts Neues. Okay. Ja, pflegen tun wir es auch nochmal. Somit haben wir mal so ein paar Pferde gezeigt. Aber ein Hengst fehlt mir irgendwie noch. So, dann werden wir mal die ganze Putzprozedur vollziehen. Wo hast du dich nur rumgewälzt? Jetzt werden wir mal eine Runde schrubben. Und da es ein großes Pferd ist, wird wahrscheinlich die Bürste schnell dreckig werden. Und jetzt den dicken Bauch und den Rücken und du den wirst wunderschön Popo. Sein. Und jetzt nochmal den dicken Bauch. Sehr schön. Gratuliere. Jetzt gibt es wieder Wasserspaß mit MyGaming World 81. Wo hast du dich nur rumgewälzt? Und jetzt mal ein bisschen einseifen hier das Ganze. Na, 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 na. Da im Bauch haben wir noch nicht eingeseift. Ich glaube, da oben auch noch nicht. Irgendwo haben wir eine Stelle vergessen. Ach, so geht das auch. Ah, okay. Du wirst blitzsauber sein. So können wir natürlich viel, viel besser einseifen. Ich habe immer gemeint, es gibt nur eine Kameraeinstellung, aber nein. Ich habe zwei pro Seite. Das ist natürlich zum Seifen erheblich einfacher, wie man sieht. Hätte ich mal vorher herausfinden müssen. Natürlich den Komfortschlauch. Na, 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 na. Und nochmal die andere Seite. Sehr schön. Das hätten wir jetzt auch erledigt. Hufpflege haben wir jetzt noch vor uns. Ich brauche wohl etwas mehr Geduld. Ja, da brechen wir immer nicht viel raus. Vielleicht habe ich auch den falschen genommen. Aber das war jetzt 4 Quicktime-Event nur bei einem Huf. Und ich glaube, bei dem anderen, bei dem Profi-Gerät, waren es, glaube ich, nur 2. Ich glaube, da habe ich die falsche Wahl getroffen. So, das wäre Nummer 2. Ja, ich bin gleich mal gespannt, wenn es wirklich der letzte Endkampf hier ist, oder Wettkampf, wie oft wir den versuchen müssen, bis wir den gemeistert haben. Weil ich fand schon, dass bei der Qualifikationsrunde 2 schon der Schwierigkeitsgrad schon recht hoch geworden ist. Und bei 3 auch. Da hatten wir noch ein bisschen Glück gehabt, dass wir eigentlich noch so viele Punkte gekriegt haben. Weil viel können wir da nicht bei. Deswegen mal gucken, wie es jetzt... Sind deine Hufe schmutzig?
bei dem Endwettkampf wird. Turnier der Legenden oder wie das hieß. Okay, das müsste so jetzt gewesen sein. Jawohl. Und damit haben wir unser Pferd, ich würde sagen, ich sag mal, präpariert fürs Turnier. Ja, großer Preis der Legenden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie häufig ich das machen muss. Ich hoffe mal, dass wir das sind, aber ich kann es jetzt auch nicht versprechen beim ersten Mal, weil ich mich bei sowas nicht so geschickt anstelle, weil Bewegungssteuerung, ich bin da echt ein ganz schlechter Spieler drin. So, wir versuchen unser Bestmögliches hier. Wie man sieht, ich und Bewegungssteuerung, das ist nicht so gut. Da wollte er jetzt wieder nicht sprinten. Jetzt schon wieder nicht. Wieso eigentlich nicht? Schon wieder nicht. Ich drücke die ganze Zeit A, aber er sprintet nicht. Aber jetzt. Und jetzt bin ich vorbei. Nur wegen dieser Bewegungssteuerung. Das ist nichts für mich. Das ist gar nichts für mich. Das hat mich schon beim letzten Quali-Turnier den Punkt gekostet. Und das wird mir auch diesmal den Punkt kosten, weil ich da einfach keine Ruhe reinkriege in meiner Bewegung. Weil ich muss nach vorne machen, gleichzeitig lenken und gleichzeitig noch den A-Knopf drücken. Und da ich ein Kerl bin, kann ich nicht so viele Dinge gleichzeitig machen. Na ja, gut. Schade Marmelade. Also ich hätte schöner gefunden, wenn man sich das hätte aussuchen können. Ob mit oder ohne Bewegungssteuerung. Weil wenn ich ja nicht auf dem Pferd bin, dann kann ich ja auch ohne Bewegungssteuerung mich bewegen. Deswegen, das hätten sie ruhig auch fürs Pferd machen können. Springreiten haben wir jetzt. Da stelle ich mich auch nicht immer so geschickt an, um das mal jetzt höflich auszudrücken. Und ich habe jetzt irgendwie 3 Sekunden verschlafen. Und schon habe ich ein Problem mit der Bewegungssteuerung wieder. Das ist leider nichts für mich. Das reagiert er wieder nicht. Habe ich noch Glück gehabt, da war er nur ein Sekündchen grün gewesen. Ja, das ist immer, wenn das so knapp hintereinander ist und da ich, wie gesagt, schon alleine mich in der Luft so ein bisschen bewege, weil ich ja auch, wie gesagt, mich ständig da bewegen muss, dann diese ganzen, die kurz hintereinander sind, das ist zu schwer einfach. Das ist Kacke, wenn ich das mal so sagen darf. Das macht so keinen Spaß für jemanden, der das nicht kann mit der Bewegungssteuerung. Na gut, wie gesagt, dann mache ich das Ganze halt nochmal.
Jetzt wie das jetzt hier, das ist für mich wahrscheinlich nicht machbar. Ihr seht ja immer, wie ich hier am Schwimmen bin. Also, Spiele mit Bewegungssteuerung kriegen für mich immer eine schlechte Note. Schon von vornherein, sage ich jetzt mal. Also ein paar Punkteabzüge gibt es das immer. Weil ich hasse es, wenn man mir diese Steuerung wirklich aufzwingt. So, jetzt kommt die letzte Wettbewerbssache. Mal gucken. Jagdrennen. So, jetzt müssen wir mal versuchen, dass wir hier gut durchkommen. Da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen weniger reden, weil ich mich hier auch wieder konzentrieren kann, wie ein Irrer. Solange ich bei diesen Sache hier nicht springen muss, ist das der Ganze noch irgendwie okay. Ihr seht ja mal zwischendurch, wie ich manchmal mit dem Pferd so am Schwimmen bin, wo ich so ganz schnell nach links und rechts drücke oder mich bewege, weil ich einfach in dem Moment die Kontrolle über das Pferd verliere. Was aber jetzt nicht per se an dem Spiel liegt, sondern einfach an mir, weil ich Bewegungssteuerung nicht gut kann und nicht gut beherrsche. So, mal gucken. Das hätten wir. Aber vielleicht ist das auch so programmiert, das Spiel, egal wie schlecht man ist, dass man beim letzten Mal immer Erster wird, damit man quasi auch die Story abschließen kann. Weil ich war jetzt wirklich nicht gut und ich bin überall Erster geworden. Du hast den großen Preis der Legenden gewonnen. Du hast die Goldtrophäe gewonnen. Auf den Feldern steht dir ein neues Pferd zur Verfügung. Du kannst es zähmen. So, okay, das ging ja noch irgendwie gut, obwohl ich nicht gut bin. Zurück auf der Ranch. Ich habe gewonnen. Carla ist sicher bald zurück. Ich habe ihr den Preis übergeben. Gratuliere. Gut gemacht. Du bist eine wirklich fantastische Reiterin. Alles andere liegt jetzt in der Hand von Carla und den Van Guinness. Ja, wir können nur warten. Hast du die Suche nach der Pflanze fortgesetzt? Ja, aber leider nichts bekommen. Beinahe hätte ich es vergessen. Altai geht es wieder viel besser. Du solltest ihn zwischendurch mal besuchen. Es wird nicht lange dauern, bis du ihn wieder reiten kannst. Super, ich gehe sofort zu ihm. Gut, dann pflegen wir jetzt mal kurz unser Pferd. Wie gesagt, kann ja auch sein, dass das so programmiert ist. Genau, das ist er auch. Dass das so programmiert wurde zum Schluss, dass man immer Erster wird, weil, wie ich schon sagte, beim ersten Mal war ich nicht gut. Bei der ersten Runde, bei der zweiten Runde war ich ja ganz schlecht. Also ich sage mal, ich drücke es mal ein bisschen direkter aus. In der zweiten Runde war ich total beschissen. Wenn ich das mal so sagen darf. Und trotzdem bin ich da auf dem ersten Rang. Ich habe, glaube ich, dreimal... nennt sich das denn? Die Sprungdinger da abgeräumt. Das ist ja schon eine Menge. Wenn da angeblich die besten Reiter mitmachen, dann sind drei Fehler viel zu viel normalerweise. Aber mir soll es recht sein, dann brauche ich das nicht mehrmals machen.
Nur mich ärgert es halt immer so ein bisschen, wenn mir eine Bewegungssteuerung aufgezwungen wird. Wie gesagt, sie funktioniert zu 90% wirklich gut. Und das ist ein Riesenlob wert. Jetzt machen wir dich mal. Das habe ich schon. Entschuldigung, das habe ich schon auf der Wii ganz, ganz anders erlebt. Nur, ich bin dafür einfach irgendwie nicht geschaffen. Das muss ich mal einmal äußern. Ihr habt gemerkt, ich habe einen Kratzen im Hals bekommen. So, nachdem ich weiß, dass ich die Kamera bei diesem Einschäumen auch in einer anderen Position noch drehen kann, geht das viel besser. Ich bin gespannt, was hier noch storymäßig passieren wird, weil das Hauptturnier ist jetzt natürlich zu Ende. Und jetzt müssten wir eigentlich auch gleich das Heilmittel, nenne ich das mal, kriegen. So, jetzt gibt es noch die Hufe zum Säubern. Und dann mal gucken, was passiert. So, jetzt nehme ich wieder den Profi-Kratzer. Ich dachte erst, vielleicht sind die Bewegungen ein bisschen schwieriger zu machen, die Quicktime-Events, aber es sind dieselben bisher wie bei den anderen Kratzer auch. Nur hier scheint es ein bisschen schneller zu gehen. Hier brauche ich ja nur 2 bis 3 Mal. Bei den anderen brauchte ich ja mindestens 2 Mal, wenn nicht sogar 4 Mal. Na. So, damit wäre der dritte Huf sauber und jetzt kommt der letzte. Und dann bin ich einfach gespannt, wie die Story hier gleich weitergeht. Wie gesagt, der Story-Modus dürfte eigentlich nicht so lange gehen, weil ich den Story-Modus auch die Wahl habe, dass ich das ohne Speichern spielen kann. Und das wird ja keinen Sinn machen, wenn der Story-Modus 10 Stunden geht. Wer sitzt denn im Normalfall 10 Stunden am Tag vor der Konsole oder lässt die über Nacht an oder so? So, Altai ist wieder sauber und zufrieden. Nina ist jetzt schon seit Stunden in ihrem Labor. Sie wollte sich doch beeilen. Sie kommt schon, keine Sorge, Lilly. Durch ihre Versuche können wir herausfinden, ob Ruth van Guinness Medikament bei Stuten Wirkung zeigt. Bleibt ganz locker. Ich bin sicher, dass es wirkt. Mein Vater hat mich nie angelogen. Hat er doch, fürchte ich. Das Medikament von ihm wirkt nicht, Carla. Das ist unmöglich. Tut mir leid. Mein Vater hätte mich nie belogen. Keine Chance. Doch nicht mich. Ich bin seine Tochter. Tut mir leid. Hey. Ich werde sie suchen. Sie kann nicht weit sein. Sicher finde ich sie auf der Hochebene. Und das machen wir beim nächsten Mal beim Spiel Abenteuer auf dem Reiterhof, die wilden Mustangs auf Nintendo Wii. Euer MyGamingWorld 81.